Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schon eine ganz besondere Ehre für mich, dass ich Ihnen die Grüße der Landeshauptstadt Stuttgart überbringen darf. Liebe Frau Griggs, sehr verehrter Herr Dillenhöfer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich möchte das Grußwort nutzen, um drei Dinge loszuwerden. Zum einen etwas, was ich schon lange mal in so einem Rahmen tun wollte, Ihnen nämlich Respekt zollen für das, was Sie, ich habe nochmal nachgeschaut, man kann sagen, so in den letzten 10 Jahren hier auf die Beine gestellt haben. Das ist, ich glaube, das kann man so sagen, eines der erfolgreichsten ja, Kultur, Gemeinsinn, religiös inspiriertes Projekt der Stadt Stuttgart. Dazu herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe das erste Mal registriert, ich glaube, das war eine kleine Notiz im Stuttgarter Wochenblatt, dienstags, Heilandskirche, der Hoch. Und ein paar Jahre später flatterte dann ein Antrag zur Förderung auf meinen Schreibtisch als Bezirksvorsteher. Und da ging es, glaube ich, um die Unterbringung von ja, Gästen, die ihr hattet. Waren das die Gäste 2013. Okay. Und dann dieses Wahnsinnskonzert letztes Jahr an der Villa Berg. Das ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich mich sehr, sehr bedanken wollte, dass Sie den Stuttgarter Osten mit Ihrem Namen Gospel im Osten in ein so schönes, positives Licht rücken. Dafür auch herzlichen Dank des ehemaligen Bezirksvorstehers von Stuttgart Ost. Und als Drittes und Letztes ganz persönlich, ich wollte eigentlich heute Abend mit meiner Frau und mit meiner Tochter kommen. Es ist so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wir sind jetzt 20 Jahre ungefähr zusammen, meine Frau und ich, und es gibt so Geschichten, die hört man so, würde ich sagen, einmal im Jahr. Ja, also die wiederholen sich einfach, die der Partner einem erzählt. Und eine dieser Geschichten ist, dass meine Frau wir haben heute nochmal nachgerechnet, vor 22 Jahren in New York erlebt hat, wo sie in einem Gospel-Gottesdienst war. Und das höre ich also so einmal im Jahr, wie sehr sie das beeindruckt hat. Naja, jetzt ist es ja relativ nah. Und freue mich da auch immer drüber. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sozusagen jetzt mein Live-Erlebnis heute dazulegen kann und insofern auch gleichberechtigt bin. Auch deshalb vielen herzlichen Dank und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Danke.